Das hatten wir jetzt auch mal im Let's Play. Ich darf bestimmen, wer geowned wird und wie weiter geowned wird. Allerdings werde ich es mal nur auf Münzen belassen. Obwohl, ich mach Sterne. Habe ich überhaupt Sterne? Nee, hab ich nicht. Okay, es geht um einen Stern. Yes! Yes! Fick dich, Alter! Yes! Danke, Chance Time! Du Stück! Okay, wir müssen auf die Plattform drauf bleiben und Steuerung ist egal, ne? Ja, ich kenne die schon. Ja klar. Ist halt springen, treten, Stampfattacke. Na, treten. Halt schlagen. Anstatt treten. Und für diesen Versprecher bin ich gestorben. Das ist Karma. Peach ist auch hohl, aber das kann man jetzt nicht so wirklich sagen, denn ich war mindestens doppelt so hohl. Verdient verloren. Wer? Ich. Naja, aber ich hab ja einen Stern, ne? No Tanks. Keine Tanks. Heißt es eigentlich jetzt eigentlich Panzer-Shell oder Tank? Ich würde sagen Tank. Aber ich weiß nicht. Peach steht natürlich schon mir. Ist ja klar, wieso. Aber ihr kann ich nichts vorwerfen. Ja, wie viel mindestens? 20 hätte ich gesagt. Mindestens 20. Er ist auch eingetreten. Allah, Allah. Und sie portet sich. Dahin. Und kriegt den Stern. Dann hat sie auch keine Panzer. Und Peachy got it. Ja, ich bin nicht der Nächste, der den kriegt. Grund, ich bin am nächsten dran. Meinst auch du? Ja. Genau der Typ, der gerade neben dir sitzt. Ja. Okay. Allah. Allah. Allah, nur eine 3, Allah. Ich kann mir nur mit Fragezeichen weg. Muss ich auch nochmal dazu sagen. Das kennen wir schon. Betrug. Ich stande über die Hälfte zur Dings nach oben und es hat dennoch gezählt. Muss ich mir Aufnahme nochmal angucken. Betrug. Wirklich, ich stand über zur Hälfte vom oberen Ding und es hat dennoch für unten gezählt. Dann klag doch Mario an. Ja, ich verklag mich selber. Ich klag Shigeru Miyamoto an. Niemanden slow down. Ich verliere aber sowieso Münzen. Und um wie viele Münzen geht es diesmal? Hoffentlich 10, aber nein, es sind 20. Was für ein Betrug. Denn nicht bitte jeder Bowser Big Pile auch. Bowser Big Pile ist ein scheiß Glücksspiel. Zum Glück nicht.
Working Game In, das ist mein Hassspiel. Also ich war absolut Hassspiel, aber dennoch ein Hassspiel. Halt A drücken, der halt die, sich die Dinger zu crabben. Als ob. Und, yes. Yes. Und gewonnen. Früher war es mal mein Hassspiel, aber mittlerweile bin ich gut darin. Nein! Das heißt, es ist nicht mehr mein Hassspiel. Also du kriegst. Nein, Peach kriegt Glücksend. Du nicht. Damit bin ich mal wieder der reichste Spieler. Am Anfang der größte Lacker, den es in diesem Spiel gibt. Du musst eine Münze bezahlen. Auch selbst von den Armen wird noch das letzte Korn gecrappt. Und die Reichen müssen es abgeben. Das ist eine Unverschämtheit. Cake Factory. Da bin ich jetzt nur so ein bisschen auf Luigi Skill angewiesen. Beschreibung braucht man nicht. Einfach einen Kuchen basteln. Okay, ich baue Scheiße. Luigi baut Scheiße. Ich baue Scheiße. Luigi, nicht auf A drücken. Ja, Mann, ich drücke immer ein bisschen zu früh. Peach baut Scheiße. Ja. Oh fuck. Ja. Das hat doch gezählt, unentschieden. Aber sonst geht mein Gamepad leer, das heißt, ich muss das ganz kurz an mein Ladekabel anschließen. Was hoffentlich weit genug ist. Bin ich halt vorm Mikrofon anstatt hinter dem Mikrofon. Super, ich bin jetzt da, wo es Sterne gibt, aber habe keine Münzen. Ja. Und das Skill wird bestraft. Dann kriegt Luigi mit großer Wahrscheinlichkeit Münzen abgezogen. Die Chance ist 1 zu 5. Nein, 3 zu 5, aber ja, eine 1 zu 5 Chance ist eingetreten, dass niemand was abgezogen kriegt. Und mit niemand, leider inklusive Luigi. Und it's my turn! Mit einer 10. Nee. Bomb und Barrage. Alle gegen wen? Alle gegen Luigi. Und ich stehe außen. Es ist hier geil, wenn man in der Mitte steht. Aber das bist du, aber du kannst es ja nicht. Ich kann nicht so weit nach. Doch, ich kann weit nach rechts. Okay, wer hat ihn erledigt? Keine Ahnung. Ich glaube, es war Peach. Oh ja, du geile Schnitte. Aber im Endeffekt ist es mir egal, wer es gemacht hat. Wir alle profitieren davon und mit wir alle meine ich natürlich auch inklusive mir. Und es wird Zeit für ein neues Duell. Du hättest dir was kaufen sollen, denn die werden jetzt eh Münzen abgezogen. Aber du willst doch fair spielen. Was bei Mario Party ein ziemlich vager Begriff ist. Na, warte mal. Erst die Spielregeln, also die Steuerung.
braucht man nicht. Wie geht das denn? Einfach Charakter auswählen. Das ist ein Glücksspiel. Einfach auszuwählen. Wer meint's, wer ist am schnellsten? Mit großer Wahrscheinlichkeit komme ich erst gar nicht am Zug. Ja doch, ich darf auswählen zwischen Trump und Bomb Omp. Ich vertraue auf dir. Bomb Omp. Ja, die alle haben unterschiedliche Eigenschaften, aber ich frag mich, ob alle jetzt wirklich gleich schnell sind oder ob es einer gibt, der mit einer höheren Wahrscheinlichkeit siegt. Ja, was ist mit deinem scheiß Bonbon? Warum ist er so schnell? Na, es war aber Luigi mit seinem Geist, der hatte da Ultra Luck. Ja, aber warum war dein Bonbon so schnell? Ist halt Glückssache. Ah, da hatte ich. Da hat mir natürlich Pech gehabt, dass halt Luigi halt so viel Glück hatte. Was natürlich bei einem Glücksspiel relativ oft passieren kann, dass einer halt durch Glück gewinnt. Und jetzt darf ich noch sogar ein Item aussuchen. Aber wir wissen ja schon alle, eine Raubtruhe ist im Spiel. Also bitte verkack nicht. Doch, bitte verkacke. Hol entweder eine weitere Raubtruhe oder Bowser. Wenn du die Zauberlampe holst, hasse ich dich. Okay, will den Duellhandschuh und kriegt ihn auch, aber letzten Endes wird ihm den Duellhandschuh abgezogen. Tja, Luigi kann ich denken. Wirklich schön, Peach. Wirklich schön. Was? Jetzt ist sie, jetzt hat sie noch leider genug Münzen. Und hier kommt der Und leider habe ich auch zu niedrig gewürfelt, um das Ding zu aktivieren, dass sie halt nur so wenig würfeln kann. Nämlich schon wäre ein Fragezeichenfelder gewesen. Und jetzt kommen wir ein Spiel, da muss man auf 1 oder 2 tippen. Ah ja, ich kenne das. Und der, der diese diesen Bienen, der ist halt am Arsch. Ich gehe auf 2. Dann kriegst du keins. Ich gehe auch auf 2, aber ich werde doch eh jetzt rausfliegen. Ich wette so viel, dass ich jetzt rausfliegen werde. Komm. Obwohl, nee, tue ich überhaupt nicht. Muss ich überlegen. Das war ein Fehler. Würde ich nicht sagen. Jetzt eine 2 mache, ist einer von den beiden raus. Und jetzt muss ich wirklich überlegen. Was mache ich? Muss das einsammeln? Ich hoffe, das ist so gut, aber müsste. Ja. Jetzt nur eine 2 machen. Und Sieg. Tight. Und sonst sogar der, der die meisten anderen Münzen geholt hat. Nämlich 3 Stück. Nur mal so nehmen. Zum Glück sind es dieses Mal nur Münzen. Übrigens, Aspen hilft überhaupt nicht. Man kriegt immer nur 20. Wenigstens ist der nächste Stern schon so gut. Ach so. Wie außer irgendjemand, das wie dieses scheiß Minigame. Sie würde wahrscheinlich mit mir ein Duell machen und um Münzen setzen. Aber ich weiß nicht mehr, was ich tun muss.
Man kann hier keine Sterne stehlen. Sondern nur Münzen, das wird sie mal machen, weil ich ja die meisten Münzen habe. Okay, um was geht es? A und B gleichzeitig. Moment. Alternately. Ich glaube, ich muss abwechselnd A und B. Ja. Okay, abwechselnd A und B. Mal sehen. Ja. Aber seht ihr, nicht viel gesetzt. Also kann ich noch verkraften. Ja, diese Button-Smash-Spiele, die kann ich nicht. Die kann niemand. Oh, oh, Peach kommt jetzt auf meine Seite. Aber zum Glück ist der Stern schon so gut wie mir. Also ich hänge immer noch hier rum. Das. No thanks. Okay, der Stern ist mir. Ja. Misha Marathon. Ach nö, jetzt schon wieder Button smashen. Nöt jetzt diesmal auch mit gleichzeitig, aber das werden wir doch eh sowas von nicht gewinnen können. Seht doch euch an, wie Luigi abgeht. Oder wie Peach gerade abgeht. Ich habe keine Ahnung, wie die Computergegner das machen. Ich habe schon viele Freunde versuchen lassen, aber niemand schafft die Scheiße. Es ist unmöglich, da was Gutes zu kriegen. Ne, mal ernsthaft. Es geht nicht. Ich weiß nicht, ist es ein Virtual Console Bug? Oder ist mal wirklich nur so scheiße? Ich weiß nicht. Und ich habe wirklich Freunde, die sind gut in Button smashen. Hab die probieren lassen, die kommen auch nicht weiter als ich. Wie viele Sterne habe ich jetzt? 2. Nur ich krieg halt. Das ist mir egal. Also ist natürlich klüger, wenn du es nimmst. Aber. Und das meine ich jetzt mit diesem Brett. Ich krieg hier einfach keine Sterne ran, weil ich nicht auf ein verdammtes Fragezeichenfeld komme. Weil ich einfach kein Glück habe. Obwohl, könnte man nicht theoretisch sich hier einfach sagen, auf sich selber halt machen, weil man dann eine größere Chance hat, auf die Fragezeichen zu kommen. Wäre eine Möglichkeit, aber meistens überspringt man es ja generell. Tja. Sie kauft sich einen goldenen Pilz. Und wird geportet. Und verliert Münzen. Und kriegt wieder Münzen. Unnötige Wartezeit, OP. Okay, 10 Münzen, das ist sehr gut. Ich muss gewinnen. Mann, ey, Bumper. Kommt nicht zum Glücksspiel. Weil du alle anderen Minispiele nicht kannst, oder was? Ja. Doch, da habe ich mal gewonnen. Alter. Komm, gehst. Na toll. Peach hat mich voll gestört und dann kommt so Luigi. Ist klar, ne? Komm, Mario, du bist gut. Du bist pro. Mario, du bist pro. Du bist pro. Das bin ich. Oder lass es auf den Unentschieden. Ja, Wario ist pro. Sehr gut, Wario. Also dieses Spiel mag ich irgendwie. Ich krieg jetzt meinen nächsten Stern. Jetzt, ich krieg den Glücksend. Da hast du wohl den richtigen entschieden. Nämlich war ein bisschen, ja, wurde halt von Zweien halt gesandwiched. Kann ich halt wenig was dafür, aber okay. Man muss hier auf A gleich A und B abwechselnd oder A und Z abwechselnd. Ich mache A und B abwechselnd.
Wir sind in Führung, sehr gut, Wario. Sehr gut, Wario. Ich bin Wario, Alter. Ja, du bist Wario. Der nächste Stern gehört wieder mir. Stört es dich, dass ich mit deinem Charakter dich anrede? Dass ich statt ja, deinen Namen halt Wario sage? Stört dich das? Das ist egal. Oh. Oh nein, der Stern kommt bestimmt zu euch jetzt. Jupp. Ich musste mir 4 Sterne lang musste ich mir das gefallen lassen, aber nun ist es Zeit. Zeit für Rache. Für meine Revenge. Ich komme zu euch. Bist aber noch nicht da. Und Luigi könnte auch eine Gefahr darstellen. Stell dir mal vor, gerade ist der Stern, da kommt auf ein Fragezeichen. Und das Fragezeichen. Oh, Chance Time. Nein, das letzte Mal habe ich den Stern verloren. Mal gucken, ob ich es dies nochmal schaffe. Jeder hat Sterne. Sobald ich Stern auswähle und dann mich. Ich muss mich konzentrieren. Okay, es geht um Stern. Jetzt noch mich.